Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Planck Plus Aquaristik mit dem Michel und mir. Heute geht es mal um ICP-Analyse. Ich habe von meinem Beckenstart bis jetzt jede Woche eine ICP gezogen. Jede Woche? Jede Woche. Anhand der machen wir jetzt mal eine kleine Aufstellung, damit man einfach sieht, wie sich so ein Becken in der Anfangsphase, es ist jetzt immer noch eine Anfangsphase, aber eine stabile Anfangsphase entwickelt. Von den Werten beim Start bis jetzt sind ein paar interessante Sachen aufgetreten, die können wir uns gerne angucken. Wir werden den Bildschirm mitfilmen, das heißt, ihr bekommt dann auch ein bisschen Einblick in die Werte. Michael und ich sprechen einfach darüber und sagen euch, was vielleicht die Werte auslösen können, was man dagegen tun kann und wo sie sein sollten. Würdet ihr das empfehlen, jede Woche eine ICP zu machen am Anfang eines Beckenstarts? Also, nein. Ganz wichtig ist, ich würde nach der ersten Woche mal eine machen, dass man mal einen Ausgangswert hat. Einfach nach der ersten Woche einen Ausgangswert messen, dann natürlich mit der Hand messen, wöchentlich oder auch öfter, weil am Anfang misst man einfach öfter. Ich habe eigentlich immer jeden zweiten Tag gemessen in der Anfangswoche, auch nochmal händisch und trotzdem wöchentlich eine ICP weggeschickt. Aber grundsätzlich würde ich die zweite ICP erst nach 4 Wochen wegschicken. Dann sieht man ja schon, in welche Tendenz, welche Richtung das geht. Ob es positiv oder eher negativ geht. Fluor, Jod, die ganzen Spurenelemente, die schwanken zwar, aber man hat dann einen gleichmäßigen Blick in den 4 Wochen schon mal. Weil das kann man ja selber nicht messen. Darum geht es ja eigentlich. ICP machen wir deswegen, weil wir bestimmte Werte ja nicht mit unseren eigenen Tröpfchentests messen können. Das heißt Hanna-Checker, Tröpfchentest, egal was. Wir können nicht alles messen. Wir können nur die wichtigsten messen. Und eben die Spurenelemente rauszufinden, dann machen wir ICP. Ein kleiner Hinweis noch von mir. Man kann so eine ICP auch schön mal um seine Messgeräte oder Messwerkzeuge mal ein bisschen abgleichen. Bin ich überhaupt da, wo es ungefähr hin soll? Sprich, ja. Dichte, Spindel, Aerometer, Refraktometer, keine Ahnung, was ihr nutzt, dass man halt mal sagt, okay, ich ziehe heute eine ICP, ich teste heute mal, wo ist meine Dichte, wo ist mein KH, wo ist mein Calcium, wo ist mein Magnesium, wo ist mein Nitrat und wo ist mein Phosphat. Und dann dokumentiert ihr euch das, schickt das Ganze weg und dann habt ihr für euch mal eine Referenz. Bin ich überhaupt da in dieser Richtung unterwegs oder fahre ich ganz woanders darum? Weil ihr fahrt ja auch nicht auf der A6 Richtung Rengspruch, sondern ihr fahrt dann von der A6 auf die A9 oder A3. Okay, Michael. Wo? Du fährst auf die A3, wenn dann, okay? Ja, ihr wisst, was ich meine. Die erste Analyse war am 14.04.23. Das war so der Start des Beckens. So, da sieht man natürlich dann schon in der Schnellübersicht, was man dosieren sollte. Um es klarzustellen, wir machen hier komplett Fauna. Also ich habe hier nur Fauna-ICPs gemacht. Also alles, was hier steht, kann man mit Fauna-Mittel 1:1 dosieren. Bei uns müsste man ein wenig umrechnen, wenn man unsere Plankton Plus Produkte nimmt, was auch kein Thema ist. Da haben Michael und ich eine Liste gemacht mittlerweile. Fangen wir doch gleich mal ganz oben an mit der Dichte. Dichte hatte ich recht gut getroffen, also Salinität mit 35,8 PSU, 102% sagt Fauna, passt alles. Haben wir natürlich noch keine Entwicklung gesehen, weil allererstes Mal gezogen, gibt es keine Entwicklung. Schauen wir mal weiter. Carbonathärte 6,7. Michael, für was ist die Carbonathärte denn wichtig im Becken? Carbonathärte ist im Endeffekt halt für den ganzen Haushalt. Da stehen ja die anderen Parameter auch dazu. Normalerweise sagt man immer erst, also Dichte sollte dann bei 35 PSU sein. Hammer. Dann sagt man halt 7,5 bis 8er Carbonathärte. Und dazu sollten halt immer in der Relation Magnesium, Calcium und noch irgendwas dazu sein. Es kommt dann weiter unten in den Fauna-Total-ICPs. Man sollte halt dann schon immer gucken, ich hole schon wieder weiter aus, dass wenn der eine Wert hoch ist und die Relation dazu zum Beispiel Strontium ist, dann sollten beide in Relation gleich hoch sein, dass die im gleichen Verhältnis verbraucht werden. Wir haben hier ein bisschen zu wenig Carbonate. 6,7 ist nicht im optimalen Bereich. Es wird zwar noch als grün angezeigt von Fauna, ja. Aber man kann sich ja immer schön auf die prozentualen Werte verlassen, wenn der 89,3 steht, dann ist das weit weg von 100 und bei 100 soll es sein. Wir arbeiten, weil jetzt die Frage vielleicht bei manchen steht, wieso Max sich hier durch die Online-Seite durchklabustert. Wir finden, dass die Online-Seite das schöner dokumentiert oder zeigt für euch als Endverbraucher als die PDF-Liste. In der PDF-Liste ist es halt wirklich nur so stumpf, einmal runtergerattert eine Liste, okay, der Wert hier, da, so, das dosieren. Kommt hier viel verständlicher rüber, deswegen machen es wir persönlich auch nur in der Online-Ansicht. Durch eben den prozentualen Wert kann man sich halt relativ leicht sicher sein, bin ich da oder bin ich nicht da. Und wie gesagt, 89,3 bin ich nicht da. Muss ich halt den Carbonathärt der Wert anpassen. Mhm. Dann gehen wir weiter runter. CO, okay.
Säureverbindungen, alles unwichtig, Färbung ist Geruch. Nicht so ganz, aber ja. Warum? Was würdest du mir hier empfehlen? Ist doch alles grün. Ja, passt, ja, aber ist nicht uninteressant. Nein, ist nicht uninteressant, aber es ist grün, also bin ich im Bereich, wo es sein muss. So meinte ich das. Geruch, Färbung haben wir auch keine. Gehen wir mal dahin, wo es vielleicht nicht optimal ist. Hier sind wir überall von den Werten her in Ordnung. Magnesium fehlt ein wenig. Ja. Calcium dafür sind wir zu hoch. Mhm. Ja, geht aber auch noch. Ja, aber es ist schon gelb. Wir wollen ins Grüne. Ja, und Strontium ist zu hoch. Strontium ist viel zu hoch. Ich habe Strontium gesagt. Ja, das ist in Ordnung. Und da sieht man wieder schön, Fluorid geht zu wenig. Ja, Fluorid und Jod ist eigentlich immer so, das ist eigentlich immer so die üblichen Verdächtigen, die eigentlich immer fehlen. Ja. Schauen wir weiter runter. Genau. Kommt sofort Jod, auch zu wenig. Sieht man sogar sehr schön. 56,3 ist schon sehr wenig. Mhm. Jetzt kommen diese Relationswerte, KH, Sollwert. Also das sieht man ja oben einmal zu niedrig, deswegen ist jetzt da auch. Genau, man sollte halt hier auch gucken, dass ein grüner Bereich ist. Am besten mittig. Ja. Der bei 100. Gut, Magnesium war auch zu wenig zur Salinität. Nitrat sind wir ein bisschen hoch, aber alles im vollkommen grünen Bereich, also 11 Milligramm pro Liter ist nichts Dramatisches. Jetzt kommt ein interessanter Wert. Hier kommt der Phosphor, Gesamtphosphat und der Orthophosphat. Ortho. Orthophosphat. Der Otto. Wir messen, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit unserem Test den Orthophosphat. Genau. Ja. Der Gesamtphosphat ist eine Mischung aus Phosphor, also Phosphat wird berechnet auf Phosphat. Man kann ungefähr sagen, mit dem Gesamtphosphat ist so eine Mischung aus Stickstoffverbindungen und Phosphaten, also so eine Mischung. Das heißt, jetzt, wenn man unten mal 0,01 Orthophosphat ist, also gemessenen Phosphat mit unserem Tröpfchentest, heißt jetzt nicht, dass wir an der Nachweisgrenze unterwegs sind, weil der Gesamtphosphat ja trotzdem relativ hoch ist. Also die Korallen haben noch was. Wenn natürlich jetzt beide Werte nahe Null wären, dann wird es brenzlig. Silizium passt. Das ist okay, Silikal. Passt schon mal so Osmosewasser? Ja, da haben wir auch ein gutes Thema zum Osmosewasser. Kommt als nächstes. Hätte ich es noch nicht angesprochen. Macht es Sinn, in jeder ICP Osmosewasser mitmessen zu lassen? Weil das wären ja dann quasi zwei verschiedene Wasserproben. Also es ist ja so, wenn man eine Total macht, hat man ja immer ein Röhrchen für Osmosewasser dabei. Mhm. Es gibt ja auch die einfache. Da hat man auch nicht so die... Er will keine Salinität messen, er will kein Nitrat messen. Also aufpassen, was ihr getestet haben wollt. Wenn ihr sagt, ihr bloß mal so kurz zum Überprüfen, ob alles so allgemein ein wenig passt, da reicht die kleine. Wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, Osmosewasser, KH, Calcium, Nitrat, Phosphat, Fluor vor allen Dingen wird auch nur in der Total gemessen, nehmt die Total. Osmosewasser, wie gesagt, kommen wir jetzt gleich dazu, weil da hat man nämlich bei Max auch ein Problem, weil ein sauberes Ausgangswasser kann viele Fehler halt auch schon mal von vornherein schon mal wegcutten. Wenn ich natürlich ein scheiß Osmosewasser habe, kommt nur Scheiße dabei raus. Naja, dazu muss man auch sagen, es liegt vielleicht gar nicht immer unbedingt an der Osmoseanlage, sondern es liegt auch einfach am Ausgangswasser. Also wenn man mal bei mir im Dorf das Ausgangswasser anschaut, ist das halt schon eine Katastrophe, was da alles drin ist. Kupfer ist auch ein bisschen wenig. Ja, Kupfer, Nickel, Mangan ist da zu hoch. Ja. Kommt da wahrscheinlich vom frisch angesetzten Wasser. Das war ja doch relativ frisch. Das war ein Tag, nachdem wir es gemacht haben. Ja, dann ist es relativ frisch. Das ist sehr frisch. Molybdän, das geht dann auch wahrscheinlich nur runter. Lithium ist halt gar nichts drin. Barium war auch ein bisschen erhöht. Aluminium wegen am Aluabsorber wahrscheinlich. Genau. Den wir gleich rein hatten wegen Riffkeramik. Ja. Genau, und sonst ist alles keine Schwermetalle. Passt. Dann springen wir mal einfach gleich vier Wochen später. Genau, das war gerade die hier, die wir angeschaut haben. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir nehmen KW19. Am 9.5. haben wir dann jetzt mal eine, die wir nehmen können. Da sieht man auch gleich wieder schön, schnelle Übersicht, Dosierung, was alles fehlt. Ja. Fehlt ordentlich was. Was ich diesmal sehr interessant fand, war eigentlich die Dichte. Ich bin jetzt hier zwar ein bisschen drüber mit 36. Das ist noch ein guter Bereich, aber vorne sagt nicht mehr. In den Wochen danach habe ich das eigentlich immer in dem perfekten Spektrum, sehen wir auch gleich, halten können, was mir bei meiner vorherigen Erfahrung nicht gelungen ist. Also da war die Schwankung in der Dichte schon immer viel extremer. Ist, glaube ich, einfach einfacher jetzt mit dem großen Wasservolumen, die Dichte einfacher zu halten. Ja, ja, gehen wir weiter. Jetzt machen wir KH war einwandfrei. CO2 passt, Säurebindung passt, Färbung kann explodieren. Natürlich ein bisschen das Trockenes ein Thema heute, aber man muss es ja mal angesprochen haben. Erzählt mal so ein bisschen, was genau
hat es für einen Vorteil, wenn man jetzt über mehrere Wochen das Ganze begleitet? Man sieht halt einmal, wie eigentlich das sich verhält von den Verbräuchen her, gerade Jod, Fluor, was da überhaupt in dem Becken so ein bisschen abgeht. Wir können es hier an der KH-Dichte zeigen. Man kann ja bei Fauna dann, wie haben sich die Werte entwickelt? Du hast halt auch immer das... Da sieht man einen schönen Chart halt einfach, wie sie von, wie wir es hochgezogen haben, von 6,7 haben wir es langsam hochgezogen über den Zeitraum. Das ist ja vom 14.04. bis zum 9.05. Das sind also 4 Wochen auf 8,1 hochgezogen. Das heißt, eine schöne konstante Linie. Genau. Bedeutet also auch, man sieht zum Beispiel, wenn Korallen eingesetzt werden, weil die Werte einbrechen, solche genau, Geschichten. Das sieht man schön an dieser Kurve. Jetzt gerade eben gehen wir eben steil nach oben, weil es einfach konstant gestiegen ist. Ja. Wir machen dann gleich noch eine auf, das sieht man eben, wie es sich verhält. Magnesium war vorhin zu niedrig, jetzt ist er eigentlich fast Mitte im Bereich, das sieht man es in der Kurve genau, ganz leicht. Genau, da sieht man die Kurve wieder schön. Calcium ist wieder ein bisschen gestiegen, ja, das siehst obwohl du auch nichts dosiert worden ist, was das anbelangt. Genau, wir sind hier minimal höher immer. Minimal, ja. Ja. Strontium ist gestiegen. Das ist, wie gesagt, es schwankt halt trotzdem. Das, wie gesagt, das wir müssen Becken auch sagen, wir haben hier jetzt gerade nicht die perfekte Dichte. Das heißt, da habe ich mit Sicherheit einen Wasserwechsel gemacht und bin ein bisschen mit der Dichte nach oben gekommen. Nicht ideal. Aber man sieht ja wieder schön, Fluor ist extrem abgesunken. Der war vorher, also extrem abgesunken ist, aber er ist immer noch viel zu niedrig. Man sieht hier schön in der Linie, er muss eigentlich im grünen Bereich sein. Alles, was hier ist, ist top. Hier unten ist schlecht. Und das ist halt eben das Schöne an der Webseite, man kann das hier sauber sehen. Genau. Wenn man die PDF nimmt, da erkennt man einfach nichts, weil nichts bildlich dargestellt ist. Und da hier ist halt super bildlich dargestellt. Jod aber ist auch ein wichtiger Wert. Das Komische ist, dass er da jetzt nur 3 Punkte setzt, sonst zeigt er da immer gleich mehr Punkte an, oder? Er kann jetzt nur 3 Punkte zeigen, weil wir erst 4 Wochen ach so, haben. Also er zeigt, beim nächsten zeigt er gleich noch mehr. So, dann gehen wir jetzt gleich mal auf die letzte Analyse, weil wir da einfach den größten Unterschied sehen. Jump around! Jetzt sind wir bei der aktuellsten. Die war von gestern, 25.07. Gestern ist die Analyse eingegangen bei mir. Und man sieht, von so einer Liste ist es jetzt bloß noch so viel. Genau, auch 5 Elemente, die fehlen. So, und da gehen wir jetzt hier runter auf die Alinität. 35,067. Jetzt hat man auch mal mehr Punkte dazu. Da sieht man jetzt mehr Punkte. Da habe ich halt mal irgendwie geschlampt, dass wir ein wenig gesunken sind und wieder hoch. Die Kurve hier sieht prozentual immer extremer aus, wenn man nur kleine Schwankungen hat, weil die Linie zeigt sich groß. Aber wir haben hier eine Dichte von 34,9 zu kleinsten Wert 35,6. Also das ist eine minimale Schwankung, sieht nur extremer aus. Ja. pH passt wieder. pH passt. Carbonathärte Punkt 8. Da sieht man halt wieder schön, wie die Carbonathärte gezogen ist. Sie verhält sich eigentlich relativ konstant, würde ich behaupten. Natürlich haben wir mal leichte Schwankungen. Ich habe auch Korallen nachgesetzt, wo es sich mal ein bisschen runtergezogen hat. Dann natürlich die Dosierung wieder angepasst habe. Natürlich kann man es nicht genau errechnen immer. Man dosiert halt mit der Dosierpumpe, misst dann lieber nochmal nach. Und da ist eben der Wert ein bisschen weit nach oben gezogen. Und dann stellt man die Dosierpumpe halt ein bisschen weniger, dass er langsam wieder fällt, genau, der Wert. Es ist halt ein wenig Spielerei. Es ist wie mit allem. Aber man muss sich halt damit beschäftigen. Wichtig ist mir in dem Video mal zu zeigen, was eigentlich diese ganzen Werte aussagen oder wie die schwanken, weil die Schwankung ist schon interessant, in einer Woche vor allem. Also wir haben ja auch Wochenschwankungen drin, die manchmal da sind, manchmal gar nicht da sind. Ich würde empfehlen, spätestens einmal im Monat, alle 2 Monate eine Analyse zu machen, weil einfach dann letztendlich, man will ja wegen der Sicherheit haben auch. Also ich beziehe es jetzt mal aus Fachgeschäft, ich schicke im Fachgeschäft alle 2 Wochen eine weg. Wenn ich jetzt das auf seine wöchentlichen, könnte ich hier drin wahrscheinlich noch viel genauer und besser arbeiten, weil wir haben ja halt trotzdem viel raus und viel rein. Das habt ihr in eurem Becken ja nicht. Genau. Aber durch das, dass halt, es kommt wieder ein Schwung, dann kommt ihr wieder rein und kauft uns wieder halb leer. Das heißt, ich kann jetzt eine nette Dosieranlage einfach einstellen und sagen, die dosiert das jetzt haargenau. Dann bräuchte man halt, keine Ahnung, KH-Keeper, Smart-Tester, was es noch alles gibt, die uns das alles abnehmen. Aber um es genau halt zu sagen, mit Jod, Fluor, was halt gerade essentiell wichtig ist, gibt es halt die ICP. Und wenn man halt das auf wöchentlich macht, auf seinem Becken zu Hause, kann man sozusagen diese Idealwerte rausfinden und dann für sich selber halt eine Rechnung erstellen, dass ich sage, ich brauche nicht alle Woche eine schicken, sondern vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, alle 4 Wochen, dass ich das halt nachdosiere, dass ich da immer linear fahre. Weil umso linearer, dass ich die Werte hinkriege, umso besser ist das Wachstum der Korallen. Aber letztendlich ist immer euer Blick ins Aquarium der entscheidende Wert. Die könnte die beste ICP auf der Welt sein. Wenn die Koralle nicht mag, dann mag sie nicht. Man sieht ja auch hier wieder Magnesium, wie ganz linear ist eigentlich. Die Linie sieht
krass aus, aber wir bewegen uns da wirklich im Minimalschwankungsbereich, also nichts Extremes. Und das will ich eben erzielen im Aquarium. Am besten den Wert so gleichmäßig wie möglich zu halten, um eben den Korallen das bestmögliche Wachstum zu erzielen und einfach auch Konstante zu haben. Wie im Meer. Du hast ja zwar auch ein bisschen so, weil Welle kommt wieder, bringt wieder Sedimente und Nährstoffe rein, aber... Man sieht halt immer schön, wenn man was am Aquarium macht. Also wir machen ja Wasserwechsel auch ab und zu. Und dann sieht man halt einfach, wie extrem trotzdem die Werte dann schwanken. Wir wollten noch schnell die Osmosewert zeigen, weil der ist interessant, wie die Osmoseanlage sich verändert hat. Wie gesagt, ich habe jedes Mal Osmosewasser mitgemacht, weil halt immer eine Total gemacht habe. Tun wir mal die erste wieder her. Michi, das ist anders wieder zugleich. Man sieht es. Sei doch nicht so. Ich muss halt einmal gucken. Man sieht es jetzt. Ich kenn's ja nicht. Der arme Max. Ich muss doch da auch erst gucken. Er wird seine Wasserwerte vorzulesen seit 20 Minuten. Er macht das ja. Ich muss ja mitlesen und er da la 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 la. Und wir haben halt hier. Mädels, er macht sich fertig. Ich wollte es jetzt mal als seriöses Video rüberbringen, ja? Und ihr macht mich wieder fertig mit eurem seriösen Video. Wir müssen auch mal seriös bleiben. Also Max macht es sehr gut, ich muss bloß mitlesen, deswegen guckt es immer so aus. So. Was? Wie bitte? Ich möchte euch halt damit zeigen, wie die Werte sich verändern. Und ich bin ja auch nicht allwissend und ich finde es halt für mich persönlich, ist es mit dieser ICP viel einfacher, die Werte zu verstehen und auch mitzukriegen, was sich ändern muss. Und der erste Punkt war eben Osmosewasser. Gemessen dachte ich mir, warum ist der so auffällig? Klar, die Werte, die im Aquarium nicht gestimmt haben, stimmen natürlich im Osmosewasser auch schon nicht. Viel zu hohe Werte, somit auch die anderen Werte zu hoch. Sieht man jetzt hier alles schön. Und dann gehen wir jetzt mal einfach auf eine Analyse von gestern eben, auf die letzte Osmose. Und da ist nur ein einziger Wert interessant, das ist Silikat. Silikat. Siliation. Und Natrium ist auch ein bisschen hoch. Aber das ist alles was im Rahmen ist. Nix. Wie gesagt, ihr müsst schauen, dass euer Ausgangswasser, das Osmosewasser, am besten alle Nullerwerte hat. Genau. Weil alles, was mit Osmosewasser reinkommt, ist so Wasser verdunstet, Salz und ganzen Stoffe bleiben im Becken. Ich kippe immer bloß Osmosewasser drauf und wenn da halt Werte mit drin sind, die dann auffällig werden im Aquarium, kommen meistens nur von dem Osmosewasser oder von irgendwelchen schlechten Produkten, wo eigentlich nicht reinkommen. Deswegen mit Leitungswasser, Finger weg. Und was auch ganz interessant ist, auch nicht destilliertes Wasser, nein. Was interessant ist eben an dieser Osmoseanalyse, man weiß halt, wann ich welche Membran oder Filter wechseln muss. Weil wenn die Werte steigen, dann wechsle ich meine Filter. Das ist die Aussagekraft der Osmosewasseranalyse. Ja. Ich würde sagen, war zwar ein sehr trockenes Thema heute, aber wir sind ganz gut durchgekommen. Ja. Ich habe mitlesen können. Naja, der Michel hat es ja nicht so stark verfolgt wie ich. Nein. Ich habe es ja, wie gesagt, über 10 Wochen und länger immer wieder analysiert. Jede Woche logischerweise, weil ja jede Woche die Analyse kam. Osmosewasser ist mit der wichtigste Grundansatz, weil da fängt man halt an. Man gescheit Salz dazu und dann passen eigentlich die Grundparameter alle. Das sollte jetzt eigentlich nur mal zeigen, was so passiert. Man könnte jetzt natürlich noch, hast du jetzt nicht gemacht wahrscheinlich, man hätte noch sagen können, okay, hier sind nur Korallen eingebracht worden, da hat er Wasserwechsel gemacht, Aluabsorber war drin, Eisenabsorber war vielleicht drin. Das wird zu lang. Da kannst du jetzt wahrscheinlich jede Analyse rausholen und sagen, okay, da habe ich 5 Korallen eingesetzt, da habe ich dann einen Eisenabsorber. Noch 3 Stunden. Da können wir mal einen Livestream machen. Dann, also er hat sich damit jetzt sehr extrem auseinandergesetzt. Ich habe jetzt wirklich nur das mitgelesen, deswegen war das jetzt vielleicht auch mal so ein Was? Jeden Sonntag Analyse. Ja, einfach so. Der Mann mit System. Yes. Gut. Schön. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.